aufzuholen. In der Schlussphase bereits die 97. Minute und wieder hat Erwin Dampfhofer hier seinen Bein im Spiel. Pass auf Glasner und das ist das 2:4. Aber in der 87. Minute ist natürlich nichts mehr zu machen. Hier der Torschütze. Der GRK gewinnt dieses Spiel ganz klar und verdient nach einer guten Leistung in der zweiten Spielhälfte mit 4:2 und 2 Toren.